Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Eigentlich wollte ich hier hochklettern, aber anscheinend will es nicht. Ja, doch, will es. Wir legen uns mal ausnahmsweise mal hier pennen. So, bis zum nächsten Tag. Wir werden das schaffen, das Spiel innerhalb von 365 Ingame-Tagen durchzukriegen. Das schwöre ich. Erfährt keiner was. Auch wenn wir tausendmal schlafen, weil wir keine Heiltränke mehr haben. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, aber wir wollten jetzt in dieser Folge hier im Osten, da hinten irgendwo, die eine Höhle mal befreien. Die genau hier ist, genau geradeaus von uns sein soll. Und eventuell die Dracheneier da rausnehmen. Hier ist doch irgendwo eine Höhle versteckt. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wo. Ich glaube, wir sind genau da drüber irgendwo. Hier. Wir fangen erstmal diesen Weg an. Ja, gegen drei von denen. So, umdrehen. Alter, das war schon heftig hier. Haben die hier ein Drachenei? Kenne ich die Höhle? Nee, hier war ich noch gar nicht. Ja. Nehmen wir alles mal mit. Ah. Verdammt. Okay. So, aber ich glaube, dieses Mal essen wir statt dem 13 Erz. Wir essen mal ausnahmsweise das ganze Fleisch hier weg, anstatt uns irgendwo schlafen zu legen. Obwohl, das Essen wird auch bald leer. Aber wir haben so viele Dingens hier. Lebensmittel. Ich glaube, wir werden mit dem Fleisch uns nicht voll machen können. Das werden wir nicht schaffen. So, dass dann nur noch ein bisschen was fehlt. Ich glaube, das Bier, wir haben 47 Bier. Was sollen wir mit 47 Bier? So, das gibt auch ein echter Seemannsgrog. Finde ich schön. Aber dann machen wir das zumindest mal leer. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht mehr. Nach Jagenda müssen wir da auch nicht mehr. So, das... hoppala, das gibt Mana. Schinken brauchen wir noch. Hier, das gibt 3 Leben. Werden wir betrunken hier? Ich weiß nicht, können wir hier betrunken werden? Ich bin super, wirklich, wie wir ein Bier nach dem anderen hier wegkippen. Ich glaube, ich wäre schon nach einem hier durch.
Ich glaube, wir haben gleich das. Wir werden ein paar Bier noch da lassen. Ich glaube, bei Bier lassen wir 10 noch da. Wie sieht es damit aus? Das gibt viel Lebensenergiebonus. Aber dauert auch ewig. Bis wir die mal leer haben. Dauert echt ewig hier mit das zu saufen, Wacholder. So, das müsste jetzt aber reichen. Das sieht jetzt sehr voll aus, unsere Lebensanzeige. So, wie viel haben wir? Ah, okay, 2 fehlen noch. Das speichere ich. Aber hier war jetzt kein Drachenei. Zumindest unten in der Höhle. Wie sieht's denn mit oben aus? Den Weg. Hier gab es gar keinen. Hier waren nur Echsenmenschen drin. Ist hier irgendwo wirklich vielleicht eins versteckt? Und ich sehe es nur nicht? Ich gucke nochmal auf den Bildschirm. Da ist er ein bisschen heller. Ein Dunkelpilz. Und noch ein bisschen Butlerfleisch. Das nehmen wir mit. Und da lag noch ein schwerer Ast. Hier war jetzt aber kein Drachenei. Aber von den Geräuschen her müffelt's da. Ja, okay. Es hat wenigstens Erfahrungspunkte gegeben. Apropos Erfahrungspunkte, 14 haben wir wieder. Wir können nochmal. Hier bräuchten wir für die nächste Stufe. 473.000. Okay, da hoffe ich, da gibt es noch ein paar Echsenmenschen in Höhlen. Noch einiges. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen in Richtung Stärke investieren? Noch mehr kann ich nicht brauchen. Er musste es ja besser wissen. Das ist kein Geheimnis. Meinst du, mir geht es besser? Ich hätte das anders gemacht. So, Bodo, Bauer. Hier, Toller. Muss man auch mal zuhören. Nochmal hier. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. So, nochmal eins und nochmal eins. So, wenn wir noch einmal. Gut. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. So, wenn wir noch einen Stärkepunkt kriegen, können wir die nächst bessere Waffe benutzen. Apropos, wollte er nicht hier die Dracheneier? Interesse an weiteren Dracheneiern? Interesse an weiteren Dracheneiern? Klar. Ich habe hier noch welche. Klasse, her damit. Hast du denn schon überall nachgesehen? Sicher sind da noch mehr. Ach ja, hier, dein Geld. Okay, Dracheneier kann ich bei ihm abgeben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute es noch gibt, denen wir die Dracheneier geben können. Aber es gab zumindest ein paar Erfahrungspunkte. So, fester. Genau, jetzt wollten wir zu dem hier direkt. Ja, komm, wir gehen zuerst. Hier im Wald da. Den machen wir zuerst fertig hier. Erledigen wir. Ich hoffe, es gibt keine Suchenden mehr hier, die Ärger bereiten könnten. So, und ein Punkt noch, dann können wir den hier nutzen.
Beziehungsweise, warte mal, das ist 140, das ist 145. Wenn wir... Ich glaube, bei den Drachen ist es so, wenn wir den ausgerüstet haben, der gibt ja Stärke, aber wenn wir den ausgerüstet haben, können uns die Drachen nichts. Dann fliegen wir nicht weg. Wir können zwar mit denen reden. Bitte sagt mir, es ist Sagittas Höhle. Nee, Sagitta lebt noch. Welche Ware hast du uns? Welche Tränke kann ich bei dir braun lernen? Welche Tränke kann ich bei dir braun lernen? Welcher Trank soll es denn nun sein? Elixier der Geschicklichkeit, Mana-Essenz, Essenz der Heilung, kosten einen Lernpunkt. So, warte mal. Kann ich das hier irgendwo allgemeine Infos? Die Tränke. Um einen Trank zu brauen, brauche ich eine leere Laborflasche und die jeweiligen Zutaten für den gewünschten Trank. Mit diesen Zutaten kann man an einem alchemistischen gewünschten Trank herstellen. Zutaten, Essenz der Heilung, zwei Heilpflanzen und ein Feldknöte. Ich hätte das bei ihr viel, viel früher machen sollen. Sehr viel früher. Aber okay, bei ihr sind keine Dingens. Keine Echsenmenschen. Das war doch ihre Höhle, oder? Das war ihre Höhle. Oder es ist hier hinten noch irgendwo eine gemeint. Obwohl, es kann nur ihr gewesen sein, gemeint sein. Hier, wo die Banditen hausiert hatten, war doch keine Höhle, oder? Und ich glaube, hier sind wir auch schon längst dran vorbei. Ja, es war Sagittas Höhle. Es kann nur Sagittas Höhle gewesen sein, die damit gemeint war. Aber zum Glück ist Sagitta nichts passiert, immerhin. War was? Heilpflanze. Und noch ein Heilkraut. So, Blauflieder, Heilwurzel, perfekt. Aber ich finde schön, dass hier doch noch ein bisschen wieder was nachgespawnt ist. So, die nächste Höhle müsste dann jetzt eigentlich wirklich hier von Dingens gewesen sein, oder? Wo Greg seinen Schatz vergraben hatte. Genau, hier, die. Die müsste jetzt die nächste sein. Da kommt schon der nächste. Kommt noch einer? Überraschend gut, tatsächlich. Überraschend gut gelaufen. Nochmal speichern. Okay, hier sind sie nicht.
Okay, dann dahin, wo die gerade rausgekommen sind. Und hier ist keiner. Aber dafür ein Drachenei. Okay, die Höhle haben wir. So, das heißt dann, nächste Höhle. Wäre hier gegenüber von Dings, dem Hof. Nicht dem Hof, hier. Hier von der Kneipe. Hier oben. Und dann können wir auch danach nochmal zu Kyroka gehen. Wenn er ja schon hier in der Nähe ist. Also, was heißt in der Nähe? Also, wenn er. Der ist ja schon irgendwie hier in der Nähe von dem, wo wir jetzt sind. So, nochmal ganz sicher gehen und gucken. Genau, diesen Weg, da müsste eine Höhle sein. Ich glaube, ich weiß welche, da wo die Untoten auch waren. Ich sehe hier was zum Einsammeln. Butlerfleisch. Da haben wir es. Nochmal speichern. Beziehungsweise ich gucke nochmal. Die Tür ist zu weit weg. Da vorne liegt noch was. Noch mehr Tränke und Leder. Okay, das ist aber dann doch die falsche Höhle. Wenn es nicht die ist, welche dann? Vielleicht die hier. Ich guck nochmal auf dem Map. Könnte auch falsch sein. Und ihr seid auch. Okay. Feuernessel. Butlerfleisch. Gibt's hier noch eine? Vielleicht, wenn wir hier nochmal so drüber gehen. Hier und den Weg gehen. Hier könnte ja auch noch irgendwie einer sein. Ist aber auch Ewigkeiten her, wo wir hier waren. Könnten rein theoretisch von hier wieder darunter kommen. Aber wollen wir das? Ich glaube nicht. Könnte gefährlich werden. So. Die Höhle vielleicht? Ich könnte mal schauen, ob die hier gemeint wird.
Die hatten wir schon. Aber nein, die ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, welche Höhle das sein könnte, die hier gemeint wurde. Ist das schon eigentlich gereinigt, geheilt, wie auch immer? Kann ich das wieder benutzen? Ja. Okay, Geschicklichkeit nochmal plus 1 bekommen. Immerhin. Ich hätte jetzt lieber gern Stärke plus 1 bekommen, aber... Man kann ja nicht alles haben. So, was wäre dann der nächste? Wir gehen zu Pyroka, würde ich sagen. Wenn wir die Höhle hier nicht finden, gehen wir zu Pyroka, sagen ihm Bescheid, zwei Drachen sind tot. Und wir bereiten uns vor, den dritten zu erlegen. Der wird sich freuen. Aber ich finde es gerade gut, dass die ganzen Inno-Statuen... können bei dem hier nochmal testen, ob da irgendwie noch was ist. Ich speichere vielleicht vorher mal. Bevor wir den überhaupt benutzen. Ah, die sind gereinigt. Okay, immerhin. Wahrscheinlich auch, weil wir die ganzen Suchenden erledigt haben, ne? Also es war nur in Kapitel 3 so, dass die unbenutzbar wurden. So, gehen wir mal hier hin. Der hat doch bestimmt Heiltränke wieder, ne? Hey, du! Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ja. Der hat hier wieder was. Die und die nehmen wir. Und dafür gebe ich ihm das. Das darf er auch haben. Das auch. Die Dinger, den. Die Spitzhacke. Den und den. Boah, ich mag die Musik von hier. Habe ich sonst noch was ich ihm verkaufen könnte? Gürtel der Stärke? Heiliges Licht hätten wir. Logbuch von Greg brauche ich eigentlich. Steintag von Parodron. Komm, die Schafsfälle, das. 183 Zähne. Komm, die Lockerklauen auf. Weg damit. Den behalten wir. Der ist uns wichtig. Die Blutkelche behalten wir. Inno-Statue behalten wir mal. Könnte eine Quest sein. Goldbrocken können wir nichts mehr mit anfangen, weil wir den einen Dude getötet haben, der dafür wichtig war. Das Pech. Die behalten wir auf. Rohstahl behalten wir. Kohle weg. Das weg. Das weg. Feldräuberzangen. Krallen. Ein Schattenläufersfell. Flügel. Wolfsfell. Drachenei behalten wir mal. Die Schatulle kann weg. Der kann weg, Gletscherquarz kann weg, Bergkristall kann weg, Silberkelch, Silberteller, silberner Ring, Schwefel. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Danke, Iskarov. Möge Innos allzeit über dich wachen. Okay, auf zu Pyroka. Ist eigentlich Jorgen noch dort?
Der müsste da eigentlich doch irgendwo chillen, oder? Nee, der ist nicht mehr da. Ist er gegangen? Oder haben die ihn aufgenommen? Also ich wüsste es gerne, ob die ihn jetzt aufgenommen haben oder der weggegangen ist, ob der was anderes gefunden hat. Milton, gibt's Neuigkeiten? Gibt es Neuigkeiten? Da sollte ich wohl eher dich fragen. Hier machen wir uns weiterhin große Sorgen. Der Hohe Rat versucht, den nächsten Schritt des Feindes herauszufinden. Sonst noch was? Ein Bauer berichtete von geschuppten Wesen in der Nähe seines Hofes. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, der Feind hat irgendetwas vor. Okay. Also schon ein bisschen was Neues, aber... Also ein neuer Dialog. Jorgen? Wie lebt sich's im Kloster? Wie lebt sich's im Kloster? Ich werde hier noch bekloppt. Aber trotzdem, danke für den Tipp. Milton konnte mir tatsächlich helfen, hier unterzukommen. Ich komme mir ganz schön dämlich vor bei diesen ewig meckernden Weltverbesserern. Tja, was willst du machen? Bevor ich in der Stadt verhungere, mache ich lieber, was die Novizen von mir verlangen. Okay, du kommst schon zurecht, denke ich. Du kommst schon zurecht, denke ich. Stell dir vor, ich soll hier Unkraut jäten. Wenn das so weitergeht, drehe ich noch durch. Ich brauche endlich wieder Planken unter meinen Füßen. Das hätte er doch besser wissen müssen. So, Argon? Nee, nichts Interessantes, nichts Neues. Hier mit Palan, kann ich auch mal reden? Nee, kann ich nicht. So steht es in den Heiligen Schriften. Salandriel? Babo, Novize? Pyroka? Nichts Neues? Serpentis? Nichts Neues? Gute Nachrichten. Die Wegschreine sind wieder gereinigt. Innos Kraft hat den Paladinen geholfen, dieses Problem endlich aus der Welt zu schaffen. Du darfst also deine Spenden wieder ohne Bedenken und Reue an Innos entrichten. Danke für die Info, Ulta. Habe ich selber schon rausgefunden. Es fängt wieder an zu regnen. Na super. Erzähl mir nicht, ich kenne Marduk? So steht es. Gibt es Neuigkeiten? Gibt es Neuigkeiten? Nein, leider nicht. Die Lage ist unvermindert kritisch. Das hätte er doch besser wissen müssen. Nichts Neues hier. Okay. Wenigstens habe ich von Jorgen nochmal 200 Erfahrungspunkte bekommen. So, okay, dann gehen wir mal in Richtung Corines in die Stadt. So, den Weg hier Richtung Norden, Richtung da, wo die Wassermagier waren, Jagen da und so, machen wir später. Ich würde jetzt aber wirklich mal in Richtung, hier in Richtung Corines die machen. Da sind ja auch zwei Stück, auch in der Nähe, direkt vor Corines. Aber gut zu wissen, dass die jetzt alle wieder normal sind an den von den Dingern da. Apropos, warte mal, wir hatten hier gerade noch was. Hier Stärke. Stärke Bonus 10 hatten wir jetzt. 149. Wo kommt denn der Gürtel eigentlich her? Der hier. Gürtel der Stärke. Dann habe ich hier nochmal Lebensenergie-Bonus und nochmal Lebensenergie-Bonus. Hier nochmal 10. Warte mal.
die eine Axt würde ich beibehalten. Das heißt, die den anderen Stärkegürtel können wir verkaufen, können wir loswerden. Wenn wir einen Stärkepunkt noch bekommen. Boah, den machen wir jetzt. Wir legen uns hier einmal schlafen und sehen zu, dass wir hier vor Innos Statue nochmal einen Stärkepunkt bekommen. Was sagt Orlan? Das war doch schon vorher klar. Warte, hat er neue Tränke? Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Von mir erfährt keiner was. Schutz vor Pfeilen. Geschicklichkeitsbonus. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Da muss man auch mal zuhören. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. So, okay, wir legen uns noch einmal schlafen und dann gehen wir zu Inner Statue. Das ist doch. So, bis zum nächsten Morgen. Von mir erfährt keiner was. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ein Stärke-Ding. Ich speichere vielleicht noch einmal kurz davor, für den Fall. So, nochmal speichern. Ich hoffe, der gibt uns jetzt ein Stärke. Ja! Wir haben jetzt 150 Stärke. Sturmbringer, ja Mann. Nice, wir haben das Ding. Geil. Dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.